Das politische Berlin ist seit dieser Woche in der Sommerpause, doch die Stimmung im Land ist gereizt. Die Ampelregierung wirkt zerstritten und überfordert, eigentlich eine Vorlage für die Opposition. Doch zumindest die Linke kann von der Unzufriedenheit im Moment nicht profitieren. Der zermürbende Streit mit Sarah Wagenknecht ist dabei nur eines der Probleme. Hat die Linke fertig? Das besprechen wir heute mit Parteichefin Janine Wissler. Herzlich willkommen zum heutigen ARD-Sommer-Interview und natürlich herzlich willkommen, Frau Wissler. Guten Tag, Frau Hasse. Frau Wissler, am Anfang gibt es bei uns immer ein paar Fotos. Kennen Sie diese drei vor allem? Was haben Sie denen zu verdanken? Ja, die drei kenne ich. Unsere drei direkt gewählten Abgeordneten im Deutschen Bundestag, Sören Pellmann, Gregor Gysi, Gesine Lötsch, die mehrfach ihren Wahlkreis direkt gewonnen haben und denen wir in dieser Wahlperiode verdanken, dass wir als Fraktion im Deutschen Bundestag sind. Bei diesem Foto lachen Sie noch neben Sarah Wagenknecht. Ist heute das Tischtuch zerrissen, denn Sie haben sie aufgefordert, ihr Abgeordnetenmandat niederzulegen. Ja, wenn ich das Foto sehe, dann finde ich das natürlich sehr bitter, welche Entwicklungen es gibt. Aber für uns ist natürlich auch klar, dass Abgeordnete der Partei Die Linke nicht öffentlich die eigene Partei in Frage stellen dürfen, nicht die ganze Zeit damit kokettieren, vielleicht eine neue Partei gründen zu können. Ich finde es sehr bedauerlich, dass es diese Entwicklung gibt. Aber da musste der Parteivorstand sich natürlich auch schützen vor die Mitglieder und vor die Strukturen der Partei stellen. Bei diesem Foto sieht man den Fraktionsvorsitzenden Dietmar Bartsch. Das war im Mai und er ist in der Ukraine. Vor ihm waren viele, viele andere Politiker auch. Sie noch nicht. Warum nicht? Ich hatte eine Reise in die Ukraine geplant, hier war auch das Programm schon fertig. Da gab es allerdings vorher eine Presseberichterstattung drüber und dann war die Sicherheitslage so, dass wir dann eingeschätzt haben, dass es zu riskant ist. Also ich finde es sehr gut, dass Dietmar Bartsch da war. Gregor Gysi war auch dort gewesen. Und Sie gehen bald. Naja, das muss man natürlich ein bisschen schauen, irgendwie, wie es eben auch geht. Weil natürlich möchte ich auch nicht, dass Gesprächspartner jetzt in Gefahr geraten. Mhm. Aber grundsätzlich finde ich das natürlich sehr richtig, auch dorthin zu fahren und mit den Menschen vor Ort zu sprechen. Danke schon mal bis hierher. Wir haben schon gesagt, dieses Jahr ist nicht so richtig gut gelaufen für die Linken. Warum sie nicht durchdringen mit ihren Themen, das beleuchten wir jetzt in diesem Sommerinterview. Wir wissen, dass wir als Linke auch Menschen enttäuscht haben und dass wir Vertrauen verloren haben. Die Linkspartei bei 4%, ein Punkt weniger, wäre nicht im Bundestag vertreten. Die Stimme für soziale Gerechtigkeit und konsequenten Klimaschutz, für eine friedliche Außenpolitik. Das, was von der Parteiführung kommt, ist für die meisten Menschen so wenig überzeugend. Wir planen die Zukunft der Partei ohne Sie. Das Tischtuch ist zerschnitten, die Schere in der Hand hält der Parteivorstand. Frau Wissler, ist die Linke noch zu retten? Das ist jetzt keine unhöfliche Einstiegsfrage von mir, sondern das war der Titel einer Veranstaltung der Fraktion vor 3 Tagen hier in Berlin. Aber taumelt die Partei gerade in die politische Bedeutungslosigkeit? Ja, uns müssen natürlich diese Umfrageergebnisse schon große Sorgen machen und wir sind alle gut beraten, uns natürlich auch zu fragen, was müssen wir anders machen und auch durchaus nachdenklich und selbstkritisch damit umzugehen. Und was wir als Parteivorstand ja jetzt diskutiert haben, ist, wir wollen einen Plan, wir machen jetzt einen Plan bis zum Jahr 2025, damit die Linke gestärkt wieder in den Bundestag einzieht. Wir haben Landtagswahlen vor uns, wir haben riesige politische Herausforderungen, aber wir müssen natürlich auch uns darum kümmern, dass wir Vertrauen zurückgewinnen. Mhm. Aber ich finde, gerade in Zeiten wie diesen braucht es doch eine linke Opposition, die sich stark macht für soziale Gerechtigkeit. Das sollte man denken, aber es ist so, dass trotz der total zerstrittenen Regierung im Moment die Linke davon überhaupt nicht profitiert. Die Umfragen seit der letzten Bundestagswahl sind fast platt wie ein Brett zwischen 3% und 5%. Was machen Sie da falsch? Na, ich will schon sagen, dass wir jetzt bei den letzten Wahlen, die ja diesem Jahr stattgefunden haben in Berlin und in Bremen, unser Ergebnis halten konnten, dass wir da sehr stabil abgeschnitten haben, mit guten Ergebnissen aus den Wahlen rausgegangen sind. Aber ja, tatsächlich haben wir ein Problem, auch bundesweit wieder an Vertrauen zu gewinnen. Und wenn man die Menschen fragt, was stört euch an der Linken, dann sagt die Mehrheit, die sind uns zu zerstritten und beschäftigen sich mit sich selber. Mhm. Und das ist ja ein Hinweis für uns, was wir tun müssen, um es zu ändern. Da kommen wir auch gleich hin. Aber ja, ich würde noch mal kurz auf den inhaltlichen Frage bleiben und dann kommen wir zum Streit.
Bei den beiden großen Themen, die die Menschen im Moment im Land ganz besonders beschäftigen, das hat Infratest DIMAP festgestellt, bei beiden Themen spielt die Linke keine Rolle mehr. Nur noch 4% trauen ihrer Partei Lösungen beim Thema Flüchtlinge und Einwanderung zu. Und bei dem anderen großen Thema, das die Menschen umtreibt, Klima und Umwelt, sind es sogar nur noch 2%. Deshalb die Frage an Sie, wenn die Linke bei beiden Megathemen keine Rolle mehr spielt, wird sie dann irgendwann überflüssig? Ja, mich beschäftigt vor allem die Frage, wie wir da rauskommen und was wir dafür tun müssen. Und ich finde, dass wir doch eine Kraft brauchen, die Druck macht auf die Ampel, dass mehr getan wird für den Klimaschutz. Weil wenn man heute durchs Land fährt, alle Wiesen sind verbrannt und es ist noch nicht mal Ende des Sommers. Wir reden über Wasserknappheit, über Dürre, über Hitzetote in den Städten. Und diese Bundesregierung tut ja nichts. Sie weicht die Klimaziele auf, die Verkehrswende stockt oder kommt überhaupt nicht voran. Und das braucht doch eine politische Kraft, die Druck macht für mehr Klimaschutz, aber auch deutlich macht, dass das sozial gerecht sein muss. Aber das heißt eben, dass die Wärmewende nicht auf die Mieterinnen und Mieter abgewälzt wird. Aber Frau Wissler, die braucht es bestimmt. Aber 2%, wir haben es gerade gehört, sehen da bei Ihnen, bei den Linken Kompetenzen. Und aus den eigenen Reihen gibt es ja durchaus Stimmen, die sagen, die Grünen oder die Linken sind grüner als die Grünen, versuchen es zu sein. Deshalb frage ich Sie noch mal, was ist der Unterschied in Ihrer Klima- und Umweltpolitik gegenüber der Grünen? Die Unterschiede sind zum einen, dass wir deutlich machen, dass Klimaschutz sozial gerecht passieren muss. Und deswegen müssen wir auch über die hohen Verbraucher sprechen. Schauen Sie, wir diskutieren darüber, dass alle sich einschränken sollen. Aber wir möchten gerne mal über die reden, die mit dem Privatjet von Hamburg nach Sylt fliegen. Über die, die mit großen Yachten unterwegs sind. Weil es ist eben nicht so, dass alle Menschen den gleichen CO2-Ausstoß haben. Das ist sehr stark vom Einkommen abhängig. Und gerade jetzt bei der Wärmewende sagen wir, wir brauchen ein soziales Förderkonzept. Das hat die Bundestagsfraktion auch ausgearbeitet, dass man Menschen mit sehr niedrigen Einkommen auch stärker unterstützt. Die Bundesregierung will das anders machen. Und gerade auch die Mieterinnen und Mieter müssen wir schützen, weil die können nicht noch eine Modernisierungsumlage obendrauf bezahlen. Und deshalb sagen wir, Klimaschutz sozial gerecht. Und wer das Klima schützen will, muss auch bereit sein, sich mit den Energiekonzernen, mit der Industrie auch anzulegen. Und das sind die Grünen leider nicht, wie wir zum Beispiel in Lützerath gesehen haben. Okay, dann, Sie haben schon gesagt, wir hören ja, was die Menschen im Land wollen. Genau das haben wir auch mal gefragt. Wir haben nämlich in Bochum und in Brandenburg gehört, zwei ehemalige Hochburgen, wo die Linke sehr groß war. Und da haben wir uns umgehört und haben gesagt, was verbinden Sie im Moment mit der Linken? Ich sehe die Linke sehr kritisch heute. Sie steht nach wie vor für Soziales sicher, aber sie ist auch russlandfreundlich, was mich stört. Die Linke sehe ich so ganz einfach, die halten den Finger hoch und sagen, hallo liebe Leute, wir müssten uns auch mal ein wenig sozial hier engagieren. Die steht quasi für den Sozialismus von früher. Die AfD steht überall rundherum, die Linke sitzt nicht mal irgendwo zwischendurch. Oh, finde ich schade. Man hört nicht viel von der Partei, finde ich. Ist recht ruhig geworden. Man mal früher mehr von ihr hört, fand ich. Die Linke nehme ich im Moment dadurch war, dass sie sich im Streit befindet mit Frau Wagenknecht, wenn ich recht informiert bin. Das hat für mich wenig noch mit links zu tun. Die einzige wäre Sarah Wagenknecht, wenn sie eine eigene Partei aufmachen würde. Die Linken haben wir oft gewählt früher, weil die gute Forderungen hatten und heute sind sie nur noch zerstritten. Sie haben es gehört, viele, viele sagen zu zerstritten, das haben Sie auch gesagt. Und gestritten wird ja vor allem mit und über Sarah Wagenknecht, auch das haben wir gerade gehört. Die liebäugelt jetzt mit der Gründung einer eigenen Partei und könnte laut einer neuen Umfrage aus dem Stand in Thüringen mit 25% stärkste Kraft werden. Müsste Ihnen das nicht zu denken geben? Naja, ich muss mal jetzt ehrlich sagen, eine Umfrage, wo eine Partei abgefragt wird, die es nicht gibt, die kein Programm hat und kein Personal, ist natürlich auch ein bisschen schwierig, weil da wird ja nicht real eine Partei abgefragt, sondern faktisch eine Projektionsfläche. Mhm. Aber ich sag mal so, mir fehlt mittlerweile jedes Verständnis dafür, dass man sich mehr an der eigenen Partei abarbeitet, als an den gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten an der Bundesregierung. Wir sind in einer Situation, wo Menschen nicht mehr wissen, wie sie ihre Einkäufe bezahlen sollen. Die Krankenhäuser sind unterfinanziert, der Klimawandel schreitet voran. Wir sind in einer Situation, wo immer mehr Menschen in die Armut rutschen. Und ich bin der Meinung, in dieser Situation sollte jeder linke Abgeordnete seinen Job machen und sollte sich stark machen für soziale Gerechtigkeit und nicht darüber fabulieren, ob man eine neue Partei bräuchte. Jetzt, das ist auch nur fair gegen
gegenüber den Wählerinnen und Wählern, weil ja, die Menschen haben ja die Linke gewählt, ja, und nicht eine andere Partei. Aber Sarah Wagenknecht wird sich natürlich um diese sozialen Probleme auch kümmern, das wird sie sagen. Und was mich interessiert, sie stellt sich ja in einer politischen Mischung auf, die es bis jetzt noch nicht gegeben hat hier im Lande. Nämlich sie ist gesellschaftspolitisch eher rechts und wirtschaftspolitisch eher links. Und das scheint attraktiv zu sein. Deshalb, welches Modell politische wollen Sie dem entgegenstellen? Also für uns als Parteivorstand ist vollkommen klar, dass wir den Kampf für soziale Gerechtigkeit verbinden müssen mit auch dem Kampf für gleiche Rechte. Und natürlich, wir haben ein Problem, ein großes Problem mit Rassismus in diesem Land. Das hängt übrigens auch zusammen mit der sozialen Frage, weil das sind eben oft Menschen mit Migrationsgeschichte, die schlechtere Bildungschancen haben, die diskriminiert werden bei der Wohnungssuche oder auf dem Arbeitsmarkt. Und wir wollen den Kampf gegen Rassismus verbinden mit dem Kampf für soziale Gerechtigkeit. Und deswegen finde ich, muss beides Hand in Hand gehen, weil Menschenrechte sind unteilbar für uns. Sie sind auch nicht eine Frage des Passes. Und deswegen finde ich, dass eine sozialistische Gerechtigkeitspartei im 21. Jahrhundert genau diese Kämpfe auch verbinden muss. Frau Wissler, haben wir aber noch mal Umfragen. Und die sagen aktuell, in Gesamtdeutschland sind nur 9% mit ihrer Arbeit zufrieden, aber 26% mit der von Sarah Wagenknecht. Und wenn wir in Ostdeutschland schauen, wären es sogar 39%, die sagen Sarah Wagenknecht. Trotzdem fordern Sie und fordert ja der Parteivorstand, Sarah Wagenknecht sollte das Bundestagsmandat niederlegen. Verstehen Sie, dass es da ziemlichen Widerstand in Ihren eigenen Reihen gibt? Ja, ich sehe erstmal, dass es eine große Übereinstimmung gibt bei uns in der Partei und dass das auch von Landesvorständen geteilt wird. Schauen Sie, es geht doch darum, wie können wir die Linke wieder stark machen. Das wurde jetzt eben gesagt und das nehmen wir ja auch wahr, dass das große Problem ist, dass die Menschen uns als zerstritten empfinden. Wenn man jetzt jemanden hat, der die ganze Zeit darüber spricht, dass man eine neue Partei bräuchte, statt linke Positionen stark zu machen und sich auch in den Gremien, in den demokratischen Gremien der Partei einzubringen, dann müssen wir ja deutlich machen, dass wir uns schützend vor die Partei stellen. Und ich will deutlich machen, nicht wir haben den Bruch gemacht, sondern das hat Sarah Wagenknecht gemacht. Sie hat gesagt, sie wird nicht mehr für die Linke kandidieren und für sie stellt sich die Frage, ob sie sich zurückzieht oder eine neue Partei gründet. Es ist jedermanns Recht, eine neue Partei zu gründen, aber nicht mit Mandaten, die man bekommen hat, weil die Mitgliedschaft der Linken jemanden gewählt hat und auch weil die Wählerinnen und Wähler einen auf Grundlage des Programms der Linken gewählt haben. Gucken wir nach Ostdeutschland. Die Linke war da einst die Kümmererpartei. Heute scheint sie weder als Kümmerer noch als Protestpartei wahrgenommen zu werden. Und diesen Rang scheint jetzt die AfD übernommen zu haben. Auch da müssen wir Ihnen noch mal eine Umfrage zeigen, die Ihnen sicherlich nicht gefallen wird. Die Linke ist bundesweit im Moment bei aktuellen Umfragen von Infratest DIMAP bei 4%. Die AfD bei 20% ist zweitstärkste Kraft im Lande dann. Wie sehr besorgt Sie das und vor allem, was wollen Sie dagegen tun als Linke? Ja, das besorgt mich sehr, weil die AfD ist eine offen rassistische Partei, die Hetze betreibt, gerade in Thüringen mit jemandem wie Herrn Höcke. Und ich finde, das sollte allen Demokratinnen und Demokraten in diesem Land große Sorgen machen, dass die AfD so stark ist. Und wir müssen uns ja auch fragen, was sind die Ursachen dafür? Und ich finde, zum einen muss es aufhören, dass es eben auch Stichwortgeber aus der sogenannten Mitte gibt, die eben auch AfD-Positionen stark machen und auch immer wieder in so eine Kerbe hauen, also eben Vorurteile zu bedienen. Und das Zweite ist, dass wir darüber reden müssen, wie wir zum Beispiel in Ostdeutschland eine Politik machen können, die eine Lohnoffensive vorsieht, ja, die dafür sorgt, dass nicht ganze Regionen abgehängt sind vom ÖPNV. Das ist ganz wichtig, aber wir müssen natürlich auch den Leuten deutlich machen, was bedeutet das denn, wenn die AfD in diesem Land was zu sagen hat. Und wenn ich das noch kurz sagen kann, in Sonneberg, da hat ja jetzt die AfD den ersten Landrat. So, in Sonneberg ist ein Landkreis, wo 44% der Menschen zum Mindestlohn arbeiten, das heißt im Niedriglohnbereich. Mhm. 44% der Menschen, so viel wie nirgends anders. Ich finde, dass man schon deutlich machen muss, dass wenn die AfD in diesem Land was zu sagen hätte, diese Menschen nicht mal den Mindestlohn bekämen, weil die AfD den gesetzlichen Mindestlohn ablehnt. Okay, das heißt, wichtiger Punkt, Euro den arbeiten, haben Sie jetzt gemacht. Genau. 10 oder vielleicht 5 okay. Euro die Stunde arbeiten. Das finde ich wichtig, das deutlich zu machen, haben Sie. Dass die AfD eben genau. auch mit sozialen Problemen keine Lösung hat. Ich würde gerne zu einem anderen wichtigen Thema kommen, was die Menschen eben auch besorgt. Und das ist das Thema Migration. Sie selber, Sie engagieren sich sehr für Flüchtlingshilfe und Seenotrettung. Hier sehen wir Sie im Flüchtlingslager Moria in Griechenland.
Die Linke ist für weniger Abschottung, ist gegen Abschiebungen. Aber was sagen Sie den Kommunen, die seit Monaten SOS rufen, weil sie sagen, wir können keine weiteren Flüchtlinge im Moment aufnehmen? Denen sagen wir, dass sie eine bessere Finanzierung vom Bund brauchen. Und das ist auch möglich. Das war auch 2015 möglich, da eine stärkere Finanzierung bereitzustellen. Ich meine, das ist bei dieser Bundesregierung möglich, nach ein paar Tagen 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr hinzukriegen. Aber bei den Kommunen, da ist man knauserig und den Kommunen erklärt man, es sei kein Geld da für Flüchtlingsunterbringung, für die Schwimmbäder, für die kommunale Infrastruktur. Wir brauchen eine bessere Finanzierung der Kommunen. Aber ich will auch deutlich sagen, die Menschenrechte dürfen nicht mit Füßen getreten werden an den europäischen Außengrenzen. Aber bleiben wir noch mal kurz bei den Kommunen. Und die wollen mehr Geld, da haben Sie recht. Aber gleichzeitig mit mehr Geld alleine kann man das ja nicht schaffen. Man kann so schnell keine Wohnung damit bauen, keine Lehrerinnen, Kindergärtner anstellen. Die gibt es im Moment nicht. Also noch mal, was sagen Sie den Kommunen, die sagen, wir brauchen jetzt einen Stopp? Wir können im Moment nicht mehr. Ja, die Frage ist ja, wie sollte ein solcher Stopp aussehen? Also das Problem ist ja, man darf ja nicht die Flüchtlinge bekämpfen, sondern die Fluchtursachen. Die Menschen fliehen vor Kriegen, vor Bomben, vor Verfolgung. Und sie werden auch weiterhin fliehen. Die Frage ist, lässt man sie im Mittelmeer ertrinken oder inhaftiert man sie an den EU-Außengrenzen oder versucht man solidarische Lösungen zu finden? Dann frage ich nochmal, Sie stellen jetzt Fragen, Kommunen, jetzt stelle ich auch nochmal Fragen. Würden denn die Linken Einwanderung gar nicht steuern und begrenzen wollen? Also zum Ersten müssen wir deutlich machen, dass es nicht so ist, dass so viele Menschen nach Deutschland einwandern, sondern von den über 100 Millionen Geflüchteten, die wir weltweit haben, und das ist ein weltweiter Höchststand seit dem Zweiten Weltkrieg, dass die allermeisten in ihren eigenen Ländern bleiben oder in den Nachbarländern. Es ist nicht so, dass die allermeisten... Steuern und begrenzen? Wollen Sie das? Ich finde, dass wir im Moment einen Abbau von Menschenrechten haben. Das ist doch, was stattfindet. Also das Asylrecht ist doch völlig aufgeweicht worden, dass Menschen überhaupt nicht mehr einen Anspruch auf Asyl haben. Und deshalb finde ich, wenn wir in einer zutiefst ungleichen Welt leben, wo Menschen in vielen Teilen dieser Welt eben kein Recht auf Gesundheitsversorgung haben, in tiefster Armut leben, und daran ist der reiche Norden, die Industriestaaten, nicht unschuldig. Also das muss man doch im Ganzen sehen. Wie kann man Fluchtursachen auch bekämpfen? Okay. Und was wir im Moment erleben, ist keine Steuerung. Was wir im Moment erleben, ist Abschottung. Und deshalb die Kommunen, ich verstehe, dass die Kommunen ein Problem haben. Aber das kann man lösen durch eine bessere Finanzierung, und da lässt der Bund im Moment die Kommunen völlig im Stich. Gut, dann fasse ich jetzt nochmal zusammen. Es ist ein ungerechtes System, aber zur Steuerung, wie Sie die haben wollen, haben Sie jetzt nichts gesagt. Wir würden aber zu einem, da könnte man auch lange noch drüber reden, wir kommen jetzt zu einem Thema, das nächste. Solche Vorschläge haben wir schon vorgelegt, also wie man das Asylrecht wiederherstellen kann, wie man Einwanderung gestalten kann. Frau Wissler, kommen wir zum nächsten Thema, und das ist auch ein wichtiges, großes, nämlich seit 500 Tagen tobt der Krieg in der Ukraine. Sie, die Linke, nennen sich selbst Friedenspartei. Was ist Ihre Strategie für einen Frieden in der Ukraine? Ich denke, wir müssen uns die Frage stellen, wie kann man diesen Krieg so schnell wie möglich beenden? Und ich habe große Zweifel daran, dass immer mehr und immer schwerere Waffenlieferungen diesen Krieg schnell beenden. Was wir brauchen, ist eine diplomatische Offensive. Es gab diplomatische Vorstöße, unter anderem aus Brasilien, aus den afrikanischen Staaten, aus anderen Regionen der Welt. Also reden mit Putin und der Ukraine? Oder? Natürlich, mit wem sonst? Friedensverträge sind immer mit auch Kriegsverbrechern gemacht worden. Natürlich muss man mit Russland verhandeln darüber, wie man einen Frieden herstellen kann. Und sollte für die Herstellung dieses Friedens die Ukraine auf Ansprüche ihrer östlichen Landesteile oder der Krim verzichten? Also ich finde, man sollte den Prozess nicht nur vom Ende her denken, sondern erstmal auch überlegen, wie man verhindern kann, dass immer mehr Menschen in diesem Krieg sterben. Deswegen fände ich es wichtig, dass es eine Verhandlungsoffensive gibt, die zum Beispiel Schutzzonen, zum Beispiel um das Atomkraftwerk Saporischschja festlegt. Schutzzonen um Kraftwerke, um Staudämme, um Schulen, um Krankenhäuser. Das wollen, glaube ich, viele. Das fände ich wichtig, aufbauen auf dem Getreideabkommen. Aber nochmal die konkrete Frage, weil Sie da ausgewichen sind. Sollte die Ukraine, um einen Waffenstillstand herbeizuführen, auf Teile ihres eigenen Landes verzichten? Das muss die Ukraine in Verhandlungen klären. Klar ist für mich, es ist ein Angriffskrieg, der ist durch nichts zu rechtfertigen. Russische Truppen haben in der Ukraine nichts zu suchen, um das klarzumachen. Wir fordern den Abzug aller russischen Truppen und ein Ende dieser auch Kriegsverbrechen, die dort stattfinden. Wie
ganz praktisch es aussehen sollte, dass die Ukraine militärisch die Krim wiedererobert, da fehlt mir ehrlich gesagt die Fantasie. Aber ich glaube, wir brauchen Verhandlungen, wir brauchen einen dauerhaften Frieden, was eben auch aussehen kann, dass man... Danke für diese klare Position zu Russland nochmal, die Sie gerade formuliert haben. Denn ganz so klar ist die Linke da nicht, sondern da gibt es sehr unterschiedliche Positionen zum Umgang mit Russland und zum Umgang mit der NATO. Hören wir mal. Die Ursache dieses Grundkonfliktes ist doch die NATO-Osterweiterung. Natürlich ist die NATO ein Kriegsbündnis ohne Wenn und Aber. Da hat niemand eine andere Position. Das größte Problem ist Ihre grandiose Idee, einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Energielieferanten vom Zaun zu brechen. Also auf alle Fälle müssen wir verzichten auf Sanktionen im Energiebereich. Die treffen uns ja selber. Seid euch im Klaren darüber, dass dieser Putin kein Linker ist und keiner, der für linke Bewegungen ist, dass das ein Autokrat ist. Frau Wissler, Sie sind Parteichefin, deshalb an Sie die Frage, gilt der Parteibeschluss noch, in dem die Linke die Auflösung der NATO fordert und dass die Bundeswehr dem Oberkommando der NATO entzogen wird? Der gilt noch und ich sage, dass die Kriege, die die NATO in der Vergangenheit geführt haben, hat, die auch in Teilen völkerrechtswidrig waren, die werden doch nicht dadurch besser oder gerechter, weil Russland einen Angriffskrieg führt. Ich kann doch die Kriege der NATO in der Vergangenheit, ob ich an Kosovo-Krieg, Serbien 1999 denke, an Irak-Krieg, wo auch Teile der NATO zumindest dabei waren, Afghanistan, das kann ich doch alles kritisieren, das muss ich doch kritisieren, ja, völlig unabhängig davon, was Russland tut. Absolut, aber der Parteitagsbeschluss sagt nicht, kann man die NATO kritisieren, sondern soll man die NATO auflösen. Und da haben Sie gesagt, das gilt noch. Deshalb meine Frage wäre, wenn die NATO aufgelöst würde, sollte denn dann unsere Sicherheit garantieren und die der Ukraine? Wir sind der Meinung, dass wir ein weltweites Sicherheitsbündnis bräuchten, in dem alle relevanten Akteure auch eingebunden sind. Auch und das Russland? Zeigt auf Dauer auch Russland, weil wir ja gerade sehen, dass wir überhaupt keine, es ist vollkommen klar, dass durch diesen Krieg eine solche Utopie erstmal in weite Ferne gerückt ist. Also das ist vollkommen klar, dass das heute so ist. Aber dass gerade dieser Krieg doch zeigt, dass eine dringende Aufgabe ist, Atomwaffen von diesem Planeten zu tilgen, wieder zur Abrüstung zurückzukommen, wieder zur internationalen Zusammenarbeit. Die großen Probleme unserer Zeit, die Bekämpfung des Klimawandels, wird man ohne Akteure wie Russland oder China ja auch gar nicht bewältigen können. Deswegen, aber Sie haben vollkommen recht, dass das durch diesen Krieg natürlich ganz enorm erschwert wurde. Hat die Ukraine das Recht zur Selbstverteidigung? Sie hat es als angegriffener Staat. Und wie soll das gehen ohne Waffenlieferungen, ohne Auflösung? Denn nur mit der Wasserpistole kann man ja einen Aggressor nicht zurückschlagen. Die Ukraine hat ein Recht auf Selbstverteidigung, aber natürlich müssen sich die Staaten der NATO fragen, was ihre Strategie ist und wie man zu einem schnellen Frieden kommt. Und wir erleben jetzt seit fast anderthalb Jahren diesen furchtbaren Krieg. Es wurden Waffen geliefert, auch immer schwerere Waffen. Einem Frieden sind wir dadurch nicht näher gekommen. Die ukrainische Offensive stockt gerade. Es sterben immer mehr Menschen in diesem Krieg. Und ich finde, die Frage, wie man diesen Krieg schnellstmöglich beenden kann, und das sind sich doch im Kern alle einig, dass auch dieser Krieg am Ende am Verhandlungstisch beendet wird. Ja. Die Frage ist, dauert das noch ein Jahr, dauert das noch zwei Jahre, dauert das noch fünf Jahre? Oder versucht man jetzt, alles dafür zu tun, dass die Waffen schweigen? Und die Eskalationsgefahr ist natürlich auch enorm, desto länger dieser Krieg andauert. Wir haben jetzt ein längeres Thema besprochen. Jetzt geht's in unsere Schnellfragerunde. Da geht's kurz und bündig. Und da versuchen wir, möglichst viele Themen anzusprechen. Fangen wir an. Soll das bedingungslose Grundeinkommen kommen? Ja oder nein? Ich bin eher skeptisch. Sollte in Schulen das Sitzenbleiben abgeschafft werden? Ja, unbedingt. Sind Klimakleber eine kriminelle Vereinigung? Nein, das ist absurd. Kann man mit Waffen Menschenleben retten? Ja, im Einzelfall kann man mit Waffen Menschenleben retten, aber ich finde, im Politischen muss man immer schauen, was die Alternative dazu ist. Macht die Ampelregierung auch mal was richtig und wenn ja, was? Ja, kommt selten vor, aber eine kaputte Uhr hat auch zweimal am Tag recht. Also von daher finde ich jetzt, es gibt ein paar Punkte, die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro, die haben wir natürlich zugestimmt. Aber jetzt muss er dringend weiter erhöht werden. Welche politische Entscheidung haben Sie getroffen und zutiefst bedauert?
Also mir fällt keine ganz große politische Entscheidung ein, aber es gibt im Alltag immer wieder Entscheidungen, wo man denkt, das hätte ich anders entscheiden sollen, das hätte ich anders machen sollen. Sowohl als Parteivorsitzender als auch in der Zeit davor. Und zum Schluss der Schnellfragen. Sie haben 22 Semester lang Politikwissenschaften studiert. Sollten Studierende, die deutlich über der Regelstudienzeit liegen, finanziell bestraft werden? Nein, ich habe nicht 22 Semester studiert. Ich habe 12 Semester studiert, mich dann zur Diplomarbeit angemeldet. Dann bin ich Landtagsabgeordnete geworden und habe ein paar Jahre später meine Diplomarbeit geschrieben. Aber ich war nach 5,5, 6 Jahren mit meinem Studium komplett durch. Ich habe nur meine Abschlussarbeit. Und Langzeitstudierende sollten nicht bestraft werden. Wir haben ja in Hessen dazu beigetragen, die allgemeinen und auch die Langzeitstudiengebühren abzuschaffen. Gut, dass wir das richtig gestellt haben. Kommen wir zum anderen Aspekt, anderen Thema, was im Moment jetzt gerade zum Beginn der Sommerferien heftig diskutiert wird, nämlich die Krawalle und Ausschreitungen in Freibädern. In Berlin ist sogar deshalb ein Freibad vorübergehend geschlossen worden. An Sie die Frage, sollte Polizei in solchen Schwimmbädern für mehr Sicherheit sorgen? Also ich muss ehrlich sagen, dass ich die Debatte ein bisschen schwierig finde, weil wir... Also es gibt den schönen Satz des Armutsforschers Christoph Butterwegge, der immer sagt, die beste Kriminalpolitik ist Sozialpolitik. Und wissen Sie gerade, wo jetzt die Rede ist von Neukölln? Ich war gerade in Neukölln bei Protesten gegen Kürzungen gewesen. Wenn ich mir anschaue, dass dort jetzt die Spielgeräte auf den Spielplätzen nicht mehr erneuert werden sollen, die Wasserspielplätze geschlossen werden sollen, die Jugendeinrichtungen weggekürzt werden, da ist doch eine Ursache dafür. Und dann regt man sich an Silvester auf, wenn es dort Dinge falsch laufen. Deswegen finde ich, man muss viel früher ansetzen. Wir können doch nicht jedes Schwimmbad. Aber jetzt gibt's ein Problem. Wir können doch nicht jedes Schwimmbad mit Polizeibeamtinnen und Beamten bestücken. Das geht doch überhaupt nicht. Man muss früher ansetzen, um eben auch Konflikte lösen zu können. Aber das Aber große Problem es geht Problem, darum, wie man den Rechtsstaat jetzt durchsetzt, auch in diesen Schwimmbädern, gerade für Familien, die nicht in Urlaub fahren können. Die haben, die wollen es genießen, ins Freibad zu gehen. Und der Generalsekretär der CDU, Linnemann, hat jetzt gefordert heute, Zitat, wer mittags im Freibad Menschen angreift, muss abends vor dem Richter sitzen und abgeurteilt werden. Hat er da recht? Es ist ja mit rechtsstaatlichen Verfahren überhaupt nicht zu vereinbaren, diese Forderung. Und das ist doch blanker Populismus. Ich meine, das Problem, das die meisten Leute haben, ist, dass kein Schwimmbad mehr in erreichbarer Nähe ist, dass viele Kinder nicht mehr schwimmen können. Das ist doch viel größeres Problem, als dass es vereinzelt zu Schlägereien in Freibädern kommt. Und ich finde, was Herr Lindemann da sagt, also so viel Law and Order würde man sich an anderer Stelle mal wünschen. Ne? Ich meine, ich will nur daran erinnern, Audi-Chef Stadler, also da hat das Verfahren nicht nur sehr lange gedauert, sondern der hat wegen tausendfachen Betrug bei dem Dieselskandal, der hat nicht mal 2 Jahre Haft dafür bekommen. Der geht auf Bewährung nach Hause. Um solche Fälle sollte sich Herr Lindemann kümmern. Also um die ganze Frage der Wirtschaftskriminalität, da dauert es lange und die Leute gehen mit niedrigen Strafen raus. Aber so eine Forderung mit mittags was getan, abends verurteilt, also das ist ja wirklich rechtsstaatlich dann alles überhaupt nicht vereinbar. Dann kommen wir zu den sozialen Problemen, die Sie schon gerade angetippt haben. Thema Kinderarmut ist ein riesiges Problem in unserem wohlhabenden Land. Jedes fünfte Kind ist armutsgefährdet. Das muss man sich erstmal sacken lassen. Und die Linke fordert deshalb eine Kindergelderhöhung auf 328 Euro pro Kind und nochmal unabhängig vom, und das unabhängig vom Einkommen und für benachteiligte Kinder nochmal zusätzlichen Zuschlag von 353 Euro. Jetzt gibt es aber Organisationen, die mit diesen Kindern arbeiten und die sagen, nein, nicht mehr Geld an die Familien. Hören wir mal Wolfgang Büscher von der Arche hier in Berlin. Also wir erleben vielfach, dass das Kindergeld eben für andere Dinge ausgegeben wird. Kindergeld wird dann auch schon mal für eine kaputte Waschmaschine, für Zigaretten ausgegeben. Wir wollen den Eindruck erwecken zumindest, dass die Eltern, wenn sie sehen, dass das oder dass die Kindergrundsicherung fließt, dass die Eltern das Gefühl haben, wir müssen dieses Geld in die Kinder investieren. Es ist nicht das Geld der Eltern, das für alle möglichen Dinge ausgegeben werden kann. Was sagen Sie, Herrn Büscher, der ja mit diesen Familien arbeitet täglich? Also das ist überhaupt nicht meine Erfahrung. Ich weiß auch, dass viele Sozialverbände dem widersprechen würden. Weil ich erlebe eher Eltern, die sich selber alles vom Mund absparen, die selber Mahlzeiten ausfallen lassen, damit ihren Kindern noch einigermaßen was leisten können. Wir haben jetzt gerade in ein paar Wochen das Schulanfang in den Bundesländern. Viele Eltern überlegen sich jetzt schon, wie kriege ich die Schultüte voll? Wie kriege ich einen Ranzen gekauft und die ganze Ausstattung, was ein Erstklässler braucht? Und ich erlebe Eltern, die wirklich sich größte Sorgen machen und die darunter leiden, dass sie eben
einem Kind einen Kinobesuch oder einen Ausflug oder auch einfach, wo die Einladung zum Kindergeburtstag schon ein Problem ist, weil die Eltern nicht wissen, wie sie das Geschenk kaufen sollten. Und also, das mit der kaputten Waschmaschine. Naja, also ich meine, ja, das kann sein, aber natürlich brauchen auch Kinder saubere Wäsche. Und das sind Familien, wo Geld so knapp ist, dann eben Geld für eine kaputte Waschmaschine ausgegeben wird, ist doch völlig verständlich. Frau Wisseler, nicht nur Kinder leben in Armut, auch die Armut von Rentnern nimmt zu. Neue Zahlen sagen, 90.000 Rentner mehr müssen in diesem Jahr von Grundsicherung leben oder sind auf Grundsicherung angewiesen. Was ist die Antwort der Linken darauf? Altersarmut in einem so reichen Land ist ein sozialpolitischer Skandal. Menschen müssen im Alter in Würde leben können. Und dazu gehört nicht nur Essen und Heizen. Dazu gehört auch der Ausflug mit den Enkeln und der Kaffee mit Freundinnen und Freunden. Und deswegen sagen wir brauchen eine Mindestrente von 1.200 Euro. Und jetzt in dieser angespannten Situation brauchen wir eine Rentenerhöhung um 10%, um die Inflation auszugleichen. Wir müssen Armut bekämpfen bei den Rentnerinnen und Rentnern, bei den Kindern. Deswegen ist das ja auch wirklich ein Armutszeugnis, was die Ampel hier macht bei der Kindergrundsicherung, das große sozialpolitische Versprechen der Ampel. Und jetzt wird sie quasi abgesagt. Jetzt hat Lindner behauptet, dafür kein Geld zu haben. Und das ist ein riesiges Problem. Wir müssen Armut in diesem Land bekämpfen, weil immer mehr Menschen eben auch von Armut betroffen sind. Das merken wir bei den Tafeln, wo immer mehr Menschen anstehen müssen, weil sich die Dinge des täglichen Bedarfs kaum noch leisten können. Frau Wissler, wir kommen jetzt in die Schlusskurve mit Bitte um nochmal kurze Antworten. Im Herbst wird die neue Fraktionsspitze der Linken gewählt. Sie als Parteivorsitzende haben das Vorschlagsrecht. Wen schlagen Sie vor? Das diskutieren wir erst intern und danach mit der ARD. Aber Sie wissen schon, wen Sie vorschlagen und wollen es uns nur noch nicht sagen. Wir sind noch in Diskussion. Ja, und Schlussfrage, aber die koppelt an den Anfang nochmal. Die Linke ist gerade 16 Jahre alt geworden. Glauben Sie, dass Ihre Partei die Volljährigkeit erreicht, also 18 wird? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall werden wir das erreichen. Wir diskutieren jetzt gerade, wie können wir wirklich den Schalter umlegen. Wir brauchen sowas wie einen Neustart für die Linke. Wir brauchen eine Öffnung auch wieder hin zu sozialen Bewegungen, zu Gewerkschaften, zur Klimabewegung. Also und ich denke, dass die Linke eine wichtige Aufgabe in diesem Land hat. Weil schauen Sie, wer soll denn sonst über eine andere und gerechte Steuerpolitik reden? Mhm. Wer soll denn sonst sich dafür einsetzen, dass die Löhne erhöht werden? Also da hat die Linke eine Aufgabe und deswegen bin ich sehr sicher, wir werden das 18-Jährige feiern. Mit einem rauschenden Fest. Das ist eine Ansage. Danke, Janine Wissler, für das Interview. Ihnen. Denn das war schon wieder unser Sommerinterview mit der linken Parteichefin Janine Wissler. Die nächste große Herausforderung für die Linke ist Anfang Oktober nicht aus dem Hessischen Landtag zu fliegen. Derzeit sind die Linken dort bei 3%. Es wird also noch ein arbeitsreicher Sommer und ein harter Wahlkampf. Danke, Frau Wissler, danke für das Interesse.